Meine Lieben, ich darf euch ganz herzlich willkommen heißen hier zu einer neuen Folge FIFA 15 Ultimate Team Bendtner on Fire. Ich bin wieder back. FIFA 15 läuft bei mir wieder und ihr seht jetzt heute hier den dritten Part. Es tut mir leid, dass jetzt in den letzten 3 Monaten kein Video kam. Aber wie gesagt, ich hab's einfach nicht geschafft, FIFA 15 am Laufen zu bringen. Von daher würde ich sagen, starten wir hier rein. Bei den Freundschaftsspielen habe ich jetzt schon eingestiegen, aber ich bin da irgendwie noch nicht so gut drin. Wir sehen hier unten das aktuelle Team der Woche, was gestern herauskam. Sehen hier zum Teil wirklich gute Spieler mit dabei, wie jetzt Rafinha, Kevin De Bruyne, Özil, Benzema, dann Merveux oder keine Ahnung wie er heißt hier von Newcastle. Dann wirklich hier einige Akteure und hier haben wir den Hattricker Nils Petersen. Von daher würde ich sagen, gehen wir rein in die Online-Saison, hoffen einfach mal, dass das Spiel flüssig läuft. Den Ziel, 3 Spiele gemacht, 2 Niederlagen, haben 3 Punkte in Liga 10. Und müssen da jetzt erstmal schauen, ob alles soweit funktioniert. Das PSV Eindhoven da oben, das passt eigentlich soweit. Und dann gucken wir jetzt einfach mal, ob wir einen guten Gegner kriegen. Als Neuer hier in der Elf ist Lars Stindl. Hab ja jetzt im letzten Part hier ihn noch gezogen, Mehdi Benatia. Und ich würde mal sagen, wir gehen einfach mit der Mannschaft rein. Ich will mal gucken, Aogo gegenüber Janssen. Da ist Janssen in einigen Werten besser, deswegen nehmen wir ihn mit. Und dann suchen wir mal nach einem Gegner. Und wenn alles gut läuft, dann können wir hier reinstarten. Und ich bin wirklich froh, dass... Oh, die Verbindung zu den Servern wurde unterbrochen. Das darf doch nicht wahr sein. Ich bin doch verbunden. Das ist doch ein schlechter Witz mal wieder. Was hat ein EA heute für ein Problem? So. Nächster Versuch. So, abbrechen, weil ich wollte hier, wie gesagt, Marcel Janssen noch reinbringen für Dennis Aogo. So. Dann finden wir hoffentlich jetzt einen Gegner, der Zeit hat für ein Spielchen. Weil ich bin jetzt so richtig heiß natürlich. Weil wie gesagt, das ist jetzt das Spiel, was schon länger her ist. Und wir kriegen einen Gegner. FC Dortmund. 3er Latenz, das passt. Nehmen wir das HSV-Trikot. Und spielen gegen den FC Dortmund. 81er Bewertung, 69er Chemie. Mit so einem kleinen Barclays Premier League Team. Rechts mit Abraham, links mit Angel. Das müssten so 2 Negativpunkte sein der Mannschaft. Außer noch Ter Stegen. Also es könnte eine interessante Partie werden. Möglicherweise, wir werden sehen. Sollte es zu FPS-Einbrücken, Lags oder sonst was kommen, bitte ich dies zu entschuldigen. Da ich hier mit Fraps aufnehme. Und Fraps ist ja bekannt dafür, dass es auch manchmal Lags gibt währenddessen. Von daher warten wir jetzt einfach ab. Uboga Hispania. Wenn es dann jetzt mal endlich laden könnte. Wäre ja ganz nett. Wäre doch mal überragend. So, und es läuft. Herzlich willkommen hier im Estadio de las Artes zur Begegnung FC Dortmund gegen Sphinx Mido YT. Und es regnet hier. Werden wir nochmal die Starting 11 sehen?
Und es fängt schon so an, wie ich es natürlich nicht will, mit... Oh Mann, das ist doch... nicht wahr hier, oder? So, Pierre-Michel Lasogga. Na, da stand natürlich niemand. Ballo! Deli! Oh nö! Glanzparade, Jane Sommer! Aber nicht schlechter Schuss hier von Mario Balotelli. Von Liverpool. Wir sehen hier Sami Nasri mit der Ecke. Oh Mann, das war ein Katastrophenschüsschen, ne? Oh, das darf doch nicht wahr sein. Aber er kann es auch nicht viel besser als ich. So, hier sehen wir es noch mal in der Zeitlupe. Wenn ich es konzentriert spielen würde, dann hätte ich auch deutlich mehr Möglichkeiten. Vor allem auch wegen der 100er Chemie. Oh, das wäre jetzt die Möglichkeit hier gewesen. Jetzt vielleicht? Nein. Schade. Und hier sehen wir nochmal Balotelli. Es gibt das Ganze weg. Die Möglichkeiten, die er schon hatte... durch den Deutschland-Schreck der EM 2012. Alle Schnee von gestern, weil wir es ja wissen, Deutschland wurde Weltmeister 2014. Oh, jetzt. Oh, nicht schlechter Schuss hier. Von Shalanolu. Ter Stegen im Kasten der Ex-Gladbacher. Wir sehen es hier nochmal in der Wiederholung. Der hätte vielleicht passen können. Shalanolu mit der Ecke. Hashtag Schnocklu. Und der Lord hier, dem die Serie gewidmet ist, mit der Chance neben den Kasten. So, da ist er auch schon am Schuss. Nicht schlecht, die Chance hier von Lord. Und ich bin einfach nur froh, dass ich jetzt wieder FIFA 15 zocken kann. Hat lang genug gedauert. Wetten, der ist jetzt drin? Nein. Riesendusel. Muss man schon sagen, Riesendusel. Oh, schade. Da wäre mehr drin gewesen. Gegen den muss eigentlich mehr drin sein. Ich habe das im Blut, dass da noch mehr gehen könnte. Mann, das ist doch nicht mehr feierlich hier. So, jetzt aber.
Oh, schade. Tut mir wirklich leid für euch. Jetzt wahrscheinlich eine Abseitsstellung. Ja, war eine. Bendtner? Schade. Gibt's doch nicht. Also wir haben hier deutlich mehr Möglichkeiten. Aber ich bin ja bekannt dafür, Chancen gerne mal auszulassen. So wie das jetzt hier. Balotelli, 3 Schüsse, 2 aufs Tor. So, schade. So, Martha. Sehr artistisch hier geklärt. Und was war das jetzt? Abseits. Mal wieder. So. Nächste gute Möglichkeit wieder mal von Schnocklu. Und Glanzparade hier von Marc-André Ter Stegen. Loic Remy. Oh, was mache ich da? Ecke jetzt. Für den Gegner mal wieder Sami Nasri. So, ich glaube, das müsste es eigentlich bald gewesen sein. Hier mit den ersten 45 Minuten. So, nochmal eine gute Chance hier. Von Pierre-Michel Lasogga. So. Schnocklu mit der Ecke. Und Bendtner mit dem Tor. Da ist er. Lord Bendtner. Der König dieser Serie mit seinem Tor. Es hat lang genug gedauert, aber es hat sich irgendwann mal angekündigt. Hier sehen wir es nochmal in der Wiederholung. Niklas Bendtner mit dem Tor. Und Pause. 1:0 gehen wir hier rein. Ich hätte die Chance hier noch besser machen sollen. Aber wir führen mit 1:0. Das ist die Hauptsache. Wir sehen es hier. 12:5 Schüsse. Sehr, sehr souverän. Auch vom Ballbesitz immer richtig gut unterwegs.
Also ist dieses 1:0 hier noch schmeichelhaft. Mal gucken, was wir jetzt am besten machen. Wir haben noch den Ex-Münchner Shaqiri Junusovic, der bekannt ist für seine Freistöße. Josip Drimic. Aber wir bleiben jetzt erstmal bei dem Kader. So, versuchen es mal mit meinem legendären Schuss hier zu treffen, aber das war leider nicht gefährlich. Ganz und gar nicht. Ach, es tut einfach mal gut, wieder gut, FIFA Ultimate Team zu spielen. Es war lange, lange, lange her, dass ihr sowas auf meinem Kanal gesehen habt. Viele Abonnenten habe ich seitdem. So, Bendtner mit dem Versuch und wieder Ter Stegen. Mal gucken, kriegen wir jetzt den zweiten Standardtreffer hin? Oh Mann, schade. Wer war denn das? Benazia, okay. Oh Mann. Ist doch nicht wahr. Das war doch nie und nimmer ein Foul hier. Nehmen wir nochmal Niklas Bendtner und Loic Remy. Mal gucken, wen wir nachher noch ziehen in den 30k-Pack, welches heute rauskam. Ich habe ja jetzt wieder genug Münzen. Hab mir jetzt einfach mal ein paar besorgt, beziehungsweise ein paar geschenkt bekommen. Komm, Schiri, lasst es ruhig. Stindl mit dem Versuch. Der wurde noch abgeblockt. Von Cahill von FC Chelsea. Hat da nochmal den Fuß dazwischen, ansonsten wäre das möglicherweise nochmal gefährlich gewesen. Jetzt Schnocklo mit der Ecke. Und es gibt Elfmeter! Es gibt Elfmeter! Juan Mata mit dem Foul. Ach so, okay. Das war für mich eigentlich hier eine Lappalie. Und wen haben wir hier am Elfer? Das habe ich jetzt natürlich nicht festgelegt. Caligiuri. Darf natürlich der Held dieser Serie den Elfmeter machen. Nämlich Niklas Bendtner. Und 2:0. Doppelpack. Niklas Bendtner. War schön geschossen, 2:0 die Führung, 60. Spielminute. Oh Mann! Der Pass hat leider mal wieder nicht funktioniert. So, er mit dem Balance aus. Gibt uns die Möglichkeit, hier wieder ein bisschen aufzubauen. Rafinha. Auf den Weltmeister Christoph Kramer. Auf Pierre-Michel Azoga. Und er mit dem 3:0. 63. Spielminute. Yes, so lastigo. Gole 3:0. Mal gucken, wann der Gegner hier den Rage Quit macht.
Muss ja jetzt irgendwann mal der Fall sein, vermutlich. So, sehen Sie hier nochmal. Bendtner mit der Vorlage. Sehr elegant gemacht, keine Chance für Ter Stegen. Liegt es einfach nur an der Chemie oder spielt der Gegner so schlecht? So, das muss jetzt eine Karte geben für den Gegner hier nach dem Foulspiel an unserem Mann. Und es gibt glatt rot. Glatt rot für Kerry Cahill. Notbremse, weil unser Mann war durch. Ja, der Fall ist klar. So, gibt es Freistoß für uns und ich kann keine Freistöße. Ich gehe mal raus, unsere Spieler sind auch ein bisschen fertig. Bring mal Junusovic jetzt rein. Osip Drimic für La Soga. Und der letzte Wechsel, Cherdan Shaqiri für Caligiuri. Oh Mann, die Verbindung wurde unterbrochen. Also der Rage Quit ist da. Und das heißt doch, dass es jetzt eigentlich für uns bewertet werden müsste. Sehen Sie hier, 3:0 Sieg, 649 Münzen, die wir bekommen, und das heißt natürlich auch 3 Punkte. Ist natürlich jetzt ärgerlich, dass er rausgegangen ist, aber naja, so ist es halt. Hier oben seht ihr es, 1.043.000, also ich würde mal sagen, bis zur Million tun wir jetzt da noch Packs ziehen in diesem Part. So, 2 Spiele übrig, bis dein Münzenboost abläuft. Okay, das sehen wir dann noch. Aber ich würde mal sagen, wir ziehen jetzt da noch die letzten beiden Packs oder das eine 30k-Pack, was es da hat. Wir haben ja im Pack-Opening vor kurzem ja wirklich Glück gehabt. Promo-Set, Gold-Set. Also gibt es hier gar keine Special-Sets. So, wir gucken drauf. Silber? Nee. Premium. Das sind nur die Upgrades. Okay, also von daher kann man leider nichts ziehen. Dann ziehen wir halt einfach noch ein paar normale. So. Oh, Qualiere! Nein, Forme! Ja, badabadu-du-du-du-du-du, Qualiarella in Forme. Merz, grazie, grazie. Ja, no sei, Kasri. Es läuft. Qualiarella in Forme. Guck mal, wie teuer. Oh. Silenzio, mille grazie, Ultimate Team. Eigentlich müsste ich ja jetzt aufhören, weil das so klasse gelaufen ist. Aber wir ziehen jetzt weiter. Tim Howard, was bringst du uns? Benzema vielleicht? Gündogan, auch nicht schlecht. Ist ein Neuzugang für unser Team. Also Qualiarella in Form ist zumindest schon mal überragend. So, Alaba. Mal gucken, wen er uns bringt hier. Es lädt und lädt und lädt. Das kann natürlich was Gutes bedeuten. Oh, Fernandes. Naja, das war jetzt gerade nichts hier. Da hofft man ja, während es lädt, dass jetzt was Gutes dabei ist, aber nein. So, Eden Hazard auf dem Pack. Bringst du uns Glück, Junge? Cechu, okay, ist auch in Ordnung. Cedric, der Deutsche, an dem er Schalke dran war. Und dann können wir noch theoretisch 2 7,5k-Packs aufmachen. Messi, okay, den nehmen wir mal gerne an in Kombination mit Eden Hazard. Tütchen auf und...
Trahoras. Brasilianisches Auswärtstrikot. So, den können wir abstoßen, dann reicht es genau noch für ein 7,5K-Pack. So, nehmen wir wieder Eden Hazard in Kombi mit Alaba. Und mal gucken, wer uns jetzt hier begutachtet. Rodriguez, okay. Können wir mit leben. Und Rafinha, den wir jetzt nochmal als Duplikat haben. Ist der überhaupt jetzt was wert? Nee. Kannst abstoßen. Aber den Rest nehmen wir hier mal mit. Also Qualiarella in Form ist zumindest schon mal wirklich top. Und dann würde ich doch mal sagen, beende ich diese Folge hier. Und es hat mich gefreut, euch mal wieder hier ein paar Bentner on Fire zu zeigen. Und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn es heißt Bentner on Fire. Hier im FIFA 15 Ultimate Team bei eurem Sinksmilo. Also wünsche ich euch noch einen schönen Tag, macht es gut und bye.